Hallo und herzlich willkommen zur bereits dritten Folge Zorongang Update, das Format, in dem ich euch die Änderungen aus Source vorstelle, die ich euch schon in Zorongängen vorgestellt habe. Heute sind wir dabei nach fast einem Jahr zurück in meinem Heimatzoo, dem Grünzoo Wuppertal in Nordrhein-Westfalen. Dieses Jahr habe ich zu diesem bereits drei Videos hochgeladen, die 15. Folge Zorongang und die erste Folge Zoo Zukunft im März, sowie mein Zoobesuch bei Schnee im April. Dementsprechend werde ich euch heute in diesem Video alle Änderungen seit April vorstellen. Die Aufnahmen stammen aus 9 verschiedenen Besuchen. Den Grünen Zoo habe ich dieses Jahr insgesamt 13 Mal besucht. Wir fangen natürlich wie immer mit Änderungen an Anlagen an. Und zwar, um genau zu sein, in der Nähe der Elefantenanlage bei der Jägerliesfoliere. Hier sind 2020 die namensgebenden Jägerlieste oder auch Lachender Hans eingezogen und diesen Mai ist ein Pärchen der Vietnamfasane dazugekommen. Eine Art, von der es in Deutschland seit 2020 ganze 12 neue Haltungen gibt, was definitiv für eine hohe Attraktivität der Art spricht, jedoch ist sie zudem vom Aussterben bedroht, was für den Grünen Zoo ein weiterer Grund war, die Art in dem Bestand aufzunehmen. Hier lebten die zwei Fasane dann bis Oktober mit den beiden Jägerliesten, aber warum lebten und warum nur bis Oktober? Diesen Herbst konnte sich leider ein wildlebender Fuchs Zugang zur Voliere verschaffen und hat alle vier getötet. Seitdem steht die Voliere jetzt leer. Von wem sie dann in Zukunft bewohnt werden wird, ist derzeit noch unklar. Was allerdings schon klar ist, ist, dass nicht erneut Jägerlieste in die Voliere ziehen werden. Die nächste Anlagenänderung hat am Kleinkatzenhaus stattgefunden. Hier wurde die alte kleine Panda-Anlage zu einer Voliere für Antenkarakaras umgestaltet. Derzeit können die beiden Greifvögel nur den linken Teil nutzen, bis die beiden roten Pandas, die im rechten Teil leben, auf ihre neue Anlage gezogen sind. Bis 2017 lebten die Karakaras übrigens in der jetzigen Schneeleopardenanlage. In Zukunft sollen sie noch mit Pudus und den beiden Serimas vergesellschaftet werden, sodass dann die Mönchsgeier und Gaukler am Greifvogelhaus wieder mehr Platz haben. Weiter geht es ins Aquarium, wo die rechten Becken seit Ende 2021 umgestaltet wurden und teils auch noch umgestaltet werden. In den schön gestalteten Terrarien kann man jetzt keine Fische mehr, sondern blaubeinige Mantellafrösche, grüne Buntfröschchen und Krokodilschwanzhöckerechsen sehen. Keine dieser Arten konnte ich bis jetzt in einer ihrer neuen Anlagen sehen. Die Aufnahmen von den Fröschen stammen aus der Aufzuchtstation am Streichelzoo. Das, was jetzt noch im Aquarium gemacht werden muss, ist zum einen das Rundbecken, als auch die Außenfassade. Direkt neben dem Aquarium ist seit November bereits ein neuer Lebensraum für Fische entstanden, und zwar wurde hier das ehemalige Bibergehege für heimische Fische umgestaltet. Aktuell kann man hier nur 3 Schuppenkarpfen sehen, es sollen aber mehr dazukommen. Die Neugestaltung gefällt mir sehr gut, jedoch hätte ich eine Umnutzung der Anlage für Zwergotter besser gefunden. Kommen wir zu Baustellen. Derzeit entstehen im grünen Zoo nämlich die Himalaya-Anlagen auf der Fläche der ehemaligen Gehege für Kraniche, Kiangs, Ameisenbären und Hirsche. Das Ganze besteht vermutlich dann ab Anfang nächsten Jahres aus 2 Teilen, der kleinen Panda-Anlage und der Takin-Anlage Kula Kangri. Unten steht die kleine Panda-Anlage auf der Fläche der ehemaligen Anlagen für Kraniche und Ameisenbären kurz vor der Fertigstellung. Bis in den 1960er Jahren lebten hier übrigens Geparde. Die Anlage werden sich die Katzenbären mit Schopfhirschen teilen, die bereits hinter den Kulissen eingezogen sind, die bisher einzige Haltung in NRW. Anfang 2023 soll die Anlage dann von beiden Arten bezogen werden, welche eine Fläche von 1200 Quadratmetern umfasst. Seit kurzem stehen übrigens auch schon die Vorrichtungen für die Infoschilder und die Besuchereinsichten sind betretbar. Die Anlage sieht schon wirklich sehr vielversprechend aus, gefällt mir auch optisch sehr gut und ich freue mich dann auf die Eröffnung. Gleiches gilt natürlich für Kula Kangri, die fast 4000 Quadratmeter große, erweiterte Takin-Anlage, welche vermutlich wenige Monate später eröffnen wird. Hier bekommen die Takine, dessen Anlage bereits 2020 saniert und erweitert wurde, eine größere und naturnahe Landschaftsanlage auf der Fläche, auf der zuvor Rentiere und Kiangs lebten, die den Zoo Anfang des Jahres verlassen haben. Mir gefällt die bisherige Gestaltung mit Felsen und Wasserloch wirklich sehr, sehr gut. Gerade die Idee, Futtertröge in die Felsen einzubauen, ist einfach fantastisch. Bald geht es dann auch mit der Bepflanzung los, sodass die Anlage in naher Zukunft neben den beiden schon seit längerer Zeit in Wuppertal lebenden Weibchen Minja und Roli auch von den vor einem Monat aus Antwerpen gekommenen Weibchen Karuna und Tashi bewohnt werden kann. Die beiden konnte ich bei meinem Besuch vor 2 Wochen leider noch nicht sehen, dafür aber erahnen, denn die Schieber auf der oberen Anlage waren unten und das Gehege war mit Absperrband umbunden, damit die Tiere nicht schreckhaft reagieren, wenn sie erstmals auf die Anlage gelassen werden. Neben den 4 Takin-Weibchen soll hier auch noch ein Männchen sowie Gorale einziehen, genauso wie die Mischmi-Takine, eine Art, die in NRW dann nur in Wuppertal zu sehen sein wird.
Kommen wir bei den Baustellen dann noch zum Nordland-Panorama. Hier hat sich bis auf dieser, ja ich muss leider sagen, etwas hässlichen Treppe zur Verbindung der Anlagen zwischen Seelöwe und Eisbär noch nicht so viel getan. Ich hoffe allerdings, und ich denke, das wird auch passieren, dass die Anlage nächstes Jahr fertig sein wird. Kommen wir an vorletzter Stelle noch zu tierischen Neuzugängen. Zum einen lebt im Terrarium mit dem Uganda-Rosenkäfer eine neue Art, aber die wirklich relevanten Neuzugänge sind zum einen Liam, das kleine Pandamännchen, welches auf der neuen Anlage dann für Nachwuchs sorgen soll, sowie drei Bonobos aus der Stuttgarter Wilhelma, darunter das 16-jährige Weibchen Huenda mit ihrem 7-jährigen Sohn Makasi und ihrem 1-jährigen Sohn Lukombo. Gerade Lukombo ist bei der Interaktion mit der Gruppe natürlich sehr süß anzuschauen. In Zukunft will der grüne Zoo übrigens nur noch Bonobos halten, um diesen durch die Anlagen der Orang-Utans und Gorillas mehr Platz zu bieten. Kommen wir zum Abschluss zum Sonstigen. Los geht es dabei beim Freilandterrarium, wo ich endlich die Zauneidechse sehen konnte. Nichts Spektakuläres, aber fand ich ganz cool und wollte ich halt erwähnen. Dazu kommt, dass Klein- und Großkatzenhaus seit Oktober nach fast 3 Jahren endlich wieder für Besucher geöffnet sind, so dass ich euch jetzt auch von innen Aufnahmen zeigen kann. Hier seht ihr das Kleinkatzenhaus, welches derzeit nur von Falbkatzen bewohnt wird, bald sollen aber auch wieder Sandkatzen dazukommen. Zudem muss man sagen, dass, wie man sieht, es sich hierbei wirklich um ein sehr in die Jahre gekommenes Haus handelt. Gleiches gilt für das Großkatzenhaus, in dem ich bei meinen Besuchen dieses Jahr bisher nur die Nebelparder und Leoparden sehen konnte. Hier wurde über die Jahre hinweg immer ein wenig renoviert, durch die hier zu sehenden Baumstämme und Umgestaltung der Terrarien. Allerdings würde ich mir dazu noch eine Ersetzung der Gitterstäbe durch Glasscheiben wünschen. Außerdem könnte man das Haus von innen etwas heller gestalten, es wirkt schon sehr düster. Und das machen die Gitterstäbe nicht besser. In den eben angesprochenen Terrarien leben zum einen im länglichen gegenüber der Leoparden, in Gemeinschaftshaltung, Mosambikgürtelschweife, gesägte Flachschildkröten, Zwerggürtelschweife und Panzergürtelschweife. In dem anderen Terrarium in der Nähe der Goldkatzen leben Ansels Graumulle. Und das war's an der Stelle mit der 3. Folge Zoorengang Update aus dem grünen Zoo Wuppertal. Etwas kürzer, ich hoffe, das Video hat euch nichtsdestotrotz gefallen. Könnt mir gerne einen Daumen nach oben da lassen, falls das der Fall war. Ende der Woche werfen wir dann einen Blick auf mein Zoo-Ranking. Dabei habe ich alle Zoos, die ich dieses Jahr besucht habe, nach meiner eigenen Meinung bewertet und in eine Rangliste gestellt.
Und natürlich ist auch wieder der Wuppertaler Zoo dabei, nach Platz 3 2020 und Platz 2 2021 wird er dieses Jahr nicht ganz so weit oben vertreten sein. Falls ihr das also nicht verpassen wollt, könnt ihr meinen Kanal gerne abonnieren. Bis dann. Ciao.